Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, wir sind auf dem Weg nach Oslo. Den Weg wollen wir heute fortsetzen. Ich mache diese Aufnahmen allesamt am Freitag. Ich weiß gar nicht, warum hier jetzt schon so viel KI-Verkehr unterwegs ist. Es lädt alles ein bisschen schneller, würde ich mal behaupten. So. Was ich auch schauen wollte, und das war mir ja wichtig, wir hatten ja mal. Fahren wir bergan oder was ist hier los? Gesagt, dass die GPU sich im 3D-Modus auf 100% hochpusht. Das war ja auch was. Sag mal. Das war ja auch, was SCS gesagt hat, was man jetzt in dieser Version tatsächlich noch geändert hat, damit das eben nicht so ist. Und wenn wir gleich wieder auf dem vernünftigen Geradeausweg sind, dann gucke ich da mal kurz drauf. Ich habe nämlich einmal den Task Manager aktiv und den MSI Afterburner. So. MSI Afterburner sagt, die Karte läuft mit 1455 MHz, das ist nicht sonderlich viel. Die Speicher auf der Grafikkarte laufen mit 7000 MHz. Die Karte hat aktuell eine Temperatur von 55 Grad und da gibt es ja auch die Experten, die meinen, boah, 80 Grad ist viel zu viel, das ist alles Quatsch. Gerade letztens noch vom Roman Hartung Video gesehen, der Bauer. Es ist der völlig normale Arbeitsbereich, 80 Grad. Das ist nichts Bedenkliches. Irgendwo ab 110, das ist so der Bereich, wo es dann langsam kritisch wird, wo dann definitiv was nicht stimmt. So, die Auslastung ist tatsächlich runter. Die liegt jetzt nur noch bei 78, 79%. Das heißt, hier merkt man schon, da hat man was getan. Und die Auslastung des GPU-Speichers, also des Grafikkartenspeichers, ist auch ja relativ neutral. Ungefähr die Hälfte von dem, was er eigentlich hat, ne? Also genau, 4 von 8 Gigabyte braucht er. Nicht mehr und nicht weniger. Und im Hauptspeicher kriegt er die 16 denn her? Ist er im Hauptteil 0,4 von 16. Keine Ahnung, wo er den Wert herholt. Ja, 77, 80% Auslastung. Alles schick, würde ich mal sagen. Das passt wohl. So, hier wäre ich außen bestimmt unentgeltlich durchgekommen. Wenn so eine Grafikkarte im Leerlauf 80 Grad hat, dann sollte man sich natürlich schon Gedanken machen. Aber so, jetzt aktuell liegt sie bei 63 Grad. Völlig in Ordnung, völlig saubere Werte. Cool, besser geht's nicht. Ja, kann man doch nicht meckern, ne? So, wir bleiben hier. Haben jetzt auch 100 Kilometer vor uns. Und ich muss ein bisschen, warte mal, ich muss mal ein bisschen aufpassen, gerade ganz kurz gucken. Nicht, dass wir jetzt schon einen Fotopunkt überfahren haben. Das war ja eine Geschichte, die ich nicht wollte. So, den kann ich erstmal wieder rausnehmen, weil da waren wir. Wir sind jetzt ja nur noch auf dem Weg nach Oslo, lass mal eben gucken. Und wo kommen wir überhaupt von da unten, wa? Nein, aber ich glaube, hier haben wir soweit alles weg. Oslo wäre dann der letzte, beziehungsweise einen habe ich tatsächlich noch gesehen. Da muss ich gleich mal auf meinen schlauen Zettel gucken. Nehme einmal den Gang raus.
Ich habe ja hier mir schlaue Zettel geschrieben. Und zwar, das können wir auf der Karte mal eben nachgucken. Österreich muss ich noch ein paar abarbeiten, aber einer fehlt offensichtlich. Aber wo? Luxemburg, Norwegen. Müsste Bulgarien sein, aber ich glaube, Bulgarien ist erst mit dem DLC dabei, ne? Das könnte wohl hinkommen. Volikutornova sagt mir überhaupt nichts. Weil die neuen stehen ja in dem Sinne schon. Die stehen ja in dem Sinne schon drin im Verzeichnis. Nee, Bulgarien müsste zum neuen DLC gehören. Das kann. Da können wir noch nichts für haben. Aber die anderen können wir nacharbeiten. Das wird auf jeden Fall funktionieren. So. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, die Karre schläft ein. Genau, das hier, Aufnahmefreitag, wäre dann die Montagsfolge. Dann haben wir noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag früh. Und dann schauen wir, wann das DLC kommt. Das wird dann natürlich sofort organisiert. Und ja. Für alle da draußen, die ohne Abonnement gucken, einfach mal auf Abonnieren klicken, kostet euch überhaupt nichts. Ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, ich fände den Begriff Folgen besser. Lasst ein Däumchen da, lasst einen Kommentar da. Teilt das Video. Und ja, bei den Kommentaren ganz wichtig auf die Wortwahl achten. Das ist mittlerweile wirklich eine Katastrophe geworden. Ich hätte auch da außen dran vorbeifahren können, oder? Naja, dumm gelaufen. Guck mal, ein Manta, ein grüner. Ist doch einer, oder? Doch. Klar, natürlich. Ein Manta B. €19 und da wäre ich so durchgekommen. Naja, egal. Ja, Moment, den Unfall habe ich nicht verursacht. Der hat sich eingeordnet, nicht ich mich. Also hier zahlen auch immer die Falschen, du. Aber egal, Hauptsache, wir haben irgendwo abkassiert, ne? Ja, aber die GPU-Auslastung ist definitiv nicht mehr so hoch und die Temperatur, das hält sich auch echt alles im Rahmen. Also das ist schon so, wie SCS oder wie auch andere Nutzer es beschrieben haben, dass der ETS 2 auch gute Grafikkarten wirklich ans Limit gefahren hat, ne? Ich habe jetzt hier ganz ehrlich, ich habe hier 54 Grad Grafikkartentemperatur, das ist nix. Das ist absolut nix. Ich glaube, die Lüfter, ja doch, die Lüfter laufen schon, aber halt auch nicht sonderlich schnell.
Das heißt, bedeutet aber auch, dass er mit dem Airflow in meinem Gehäuse soweit auch alles in Ordnung ist. Ne? Passt super. Gut, ich hatte ja die Lüfter umgebaut. Oben sind 240er drin, in der Front sind 340er drin, auf der Rückseite ist 120er drin, weil was Größeres geht nicht. Ja, dann natürlich diesen dicken Klopper von CPU-Kühler. Und boah, perfekt. Ich bin zufrieden. So, da vorne haben wir einen Fotopunkt. Jetzt auch hier rein. Weil da werden wir irgendwo anhalten. Das könnte noch mal, weiß es gar nicht, das könnte noch mal eine Brücke sein. Oslo. Wollen wir hier rausfahren? Ich weiß gar nicht, wo wir genau hin müssen. Und was wir da oben fotografieren können. Und hier ist ja alles untertunnelt. Wie kann man da jetzt einen Fotopunkt hinbauen? Mal jetzt mal ganz ehrlich. Also im Ernst, ne? So, was wir natürlich machen können. Wartet mal. Aber da geht es wieder in den Tunnel rein. Das ist ziemlich blöde. Es wird um das Schloss da hinten gehen. Jetzt muss ich mal schauen, wie wir da am besten hinkommen. Ich lasse den immer absaufen, ne, weil ich vergesse, wieder eine Stufe runterzustellen. Sagen, ich fahre mal hier rum. Da wir hier Stadtgebiet haben, werde ich einfach mal hier durchfahren. Mal schauen, wie weit wir kommen. Jetzt nicht als offizielle Straße angegeben. Aber irgendwie muss man ja an diesen Fotopunkt kommen. Ich denke, das Schloss wird es sein. Okay, da geht's ins Leere. Aha. Schloss ist gar kein Schloss, wa? Das rechte Gebäude hier wird es sein. Das da. Sollten wir uns mal ein bisschen in Position bringen. Dass das auch. Sag mal. Dass das auch schön aussieht. Ich schlage vor. Warte mal. Weil hier ist eigentlich Niemandsland. Werde mal Folgendes machen. Das ist ein spannender Fotopunkt. Das ist wieder einer von denen, die sollst du fotografieren. Aber keiner sagt dir, wie und von wo. Weil von hier aus ist ja auch nicht viel los. Das ist ja auch alles tot, ne? Außerdem sieht es von hier aus dumm aus. Ich würde hier versuchen, auf die Dings zu fahren. Ach, halt doch die Klappe, Mann. Deiner Huperei. Ich hoffe, dass ich hier jetzt nirgendwo runterfalle. Hier gerne drauf.
So. Ab in den Fotomodus. Ja, siehst du, das Opernhaus nämlich. Aber das ist wieder einer, ganz ehrlich, das ist einer von den Fotopunkten, wo du jetzt hier wirklich denkst, wie sollst du denn da vernünftig rankommen? Wenn du jetzt nicht hier gerade in die ins Niemandsland reinfährst, so wie wir oder wie ich jetzt, dann hast du eigentlich. Keine großartige Chance. So, die Trophäe haben wir geschafft. Hatten wir hier in Oslo noch irgendwas? Nee. Demnach sollten wir, und da gucken wir jetzt auch mal rein ganz kurz, Fotostudio. Ein paar habe ich rausgesucht. Die muss ich nochmal neu machen. Das hilft alles nix. So, Fototrophäen fangen wir an. Und wir fangen ganz vorne an. Das hier können wir so lassen, das ist in der Tschechischen Republik, das ist alles perfekt in Ordnung. Pressburger Burg und Altstadt von Neu-Sohl in der Slowakei können wir auch so lassen. Kultur- und Wissenschaftspalast, die können wir auch so lassen, auch wenn das letzte in Danzig ein bisschen dunkel ist. Ungarn, alles gut. In Hamburg bzw. Deutschland. Ich würde behaupten, das können wir auch alles so lassen, da brauchen wir nichts machen. In Österreich das Kloster Melk, da muss ich raus, habe ich mir auch schon aufgeschrieben. Da muss ich allerdings gucken, wo das Ding steht. Das mache ich dann alles zwischen den Folgen. Wir sind in Frankreich, da würde ich eventuell das Kunstmuseum nochmal neu machen, das ist nämlich hier, das sieht man nicht. Basilika des Heiligen Herzens in Belgien, alles gut. Dann die Staatsbank Stadtsparkasse in Luxemburg würde ich nochmal neu machen. Niederländer, Lande, das war ja auch so ein Punkt, dass man an den Aussichtspunkt nicht richtig rankommt. England würde ich tatsächlich auch so lassen. Ja. Hier ist soweit. Auch alles okay. Hier, ich bin so ein bisschen am Überlegen bei dieser Brücke hier, diese Farod-Brücke, ob ich die bei Tageslicht mache, damit man mehr davon sieht, so in der Richtung, so wie diese hier, weil es ja doch recht dunkel ist. Das können wir so lassen. Das würde ich tatsächlich auch so lassen. Ob ich ihn aufgeschrieben habe. Nö. Aber das hier, die Favazena-Brücke. Die habe ich, glaube ich, mit aufgeschrieben. Genau. Das hier kann man eigentlich auch so lassen. Hier Athena müssen wir nochmal ran. Kirche von Bethlehem. Oh, da hatte ich noch einen ganz anderen Truck. Brandebrücke, da muss ich mal schauen, habe ich die aufgeschrieben oder habe ich sie nicht aufgeschrieben? Die habe ich auch aufgeschrieben. Könnte man so lassen, aber ich finde es ein bisschen dunkel tatsächlich. Das ist auch schon in Farbe und so weit alles fertig. Also im Großen und Ganzen, Fernsehturm von Vilnius, den Turm sieht man nämlich nicht. Im Großen und Ganzen würde ich mal behaupten, sind wir mit den ganzen Trophäen tatsächlich durch. Russland, Panorama St. Petersburg. Da muss ich irgendwie nochmal hin, weil ich glaube, St. Petersburg haben wir drin. Und ansonsten Rumänien, genau, Bulgarien. Ah ja, doch, Bulgarien haben wir schon drin. Vaiko-Tarnovo, wo auch, was auch immer das da genau ist, da muss ich auf jeden Fall gucken, wo das steckt. Ja, und hier kommen dann eben die aus dem Westbalkan-DLC, da steht es dann auch drin. Das sind dann nochmal zwei, hier nochmal welche. Das kommt dann alles später, aber man sieht hier schon mal Fotos, ne?
Wir freuen uns drauf. Donnerstag gibt's die ersten. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut, bis dahin, tschüss.